Im Hinterland gibt es bloß drei Sachen: Landwirtschaft, Fremdenverkehr, Handwerk. Und wie ich dir jetzt das aufgezählt habe, muss es funktionieren. Die Landwirtschaft ist da zum Heimatpflegen, weil es bei uns schön ist, kommt der Gast. Und wenn der Gast da ist, hat er auch Geld, dann kann der Handwerker hat er auch Arbeit. Das ist eigentlich ein ganz einfaches System. Und das muss funktionieren. Und das funktioniert bloß, wenn wir unsere Heimat pflegen und dort hinmachen. Alfred Füß lebt, seit er denken kann, in Bad Oberdorf, einem Teil von Bad Hindelang im Oberallgäu. Und seit mittlerweile rund 35 Jahren fertigt der Allgäuer kunstvoll verzierte Lederriemen für Kuhglocken und Schellen an. Wir haben ihn in seiner Werkstatt besucht. Die ersten Schritte sind alle das Leder herrichten, anschauen, die Breite von der Schelle, die man braucht. Das ist zum Beispiel jetzt eine 8er Schelle. Dann macht man hier einen 8er Riemen. Da kommt noch die Schnalle hin. Wird das angezeichnet. Da kommen die Dornen hin. Da kommt die Länge. Oder für die Schnalle werden da noch ein Lohning gehören, der Dorn. Und jetzt müssen wir hier zum das rüschneiden, weil das ist ja Leder. Und wenn ich da falsch schneide, ist es wertlos praktisch, weil ich kann ich nur zähmen lieben wie Holz. Also müssen wir schon alle Obacht geben. Was man macht. Da haben wir jetzt das da raus. Dann wird das ein bisschen abgeschürft. Der weg, ein bisschen Nüsse. Sonst hat man dahinter, wenn man nachher umbuckt, hat man da einen großen Absatz. Und das passt nicht. Das muss ein bisschen ein Bild haben. Das wird dann nachher so gemacht. Kommt dann die Schnalle hin. Sonst schon bei uns das Absatz. Ja, ich muss mit diesen Schellen, das geht ja ich bloß seit 100 oder 200 Jahren, das geht ja schon vom 12. 13. Jahrhundert, hat man ja schon Glocken und Schellen gefunden, die sie damals schon gemacht haben. Also hat man das alles schon den Viecher gehört, dass man weiß oder hört, wo ist das Stück Vieh. Kann man eine kleine Verzierung nicht machen. Schön, ganz nett. Das tue ich nach Fantasie. Oder was mir halt gerade so einfällt, mache ich das. Da müssen wir noch die Lochning höhen. Je nach Länge des Riemen geht man hier 20, 22 Rüfe oder bloß 18. Für die Rinder, für die grossen Stück, also für die 2-Jährigen, 3-Jährigen, 1,10 m mache ich. Und für die Kälbler macht man Kälbler 1,5 m, 1 Meter und für Kälbler 80, 85. Sollte irgendwie ein bisschen ein Bild haben, der Riemen sollte jetzt so weit nachhängen. Das hat jetzt 1,10 m. Weil da kommt eine größere Schelle hin. Und eine größere Schelle wird immer am größeren Stück angelegt. So, und da haben wir noch die Lohning. So. Ich bin ja in der Werkstatt. Aber es ist halt
auf die Fischheit sind, müsste man halt viel machen. Oder was man halt annimmt. Man darf bloß weniger annehmen, dann hat man weniger Arbeit. Man lässt viel Schäler machen. Also ganz, ganz viel. Früher hat halt der Bauer halt noch mal zwei, drei Schäler machen lassen, oder der Hirt vielleicht ein oder zwei. Und heute haben ja die Hüferschäler, weil die nicht Landwirt haben heute eine Hüferschäler, oder? Ist eigentlich schon ein bisschen ein Wohlstand. Geschäft, weil man zu jedem Namenstag oder Geburtstag, wenn sie sonst nichts wissen, dann schenkt man halt eine Schäler, oder? So ist das. Das ein bisschen befestigen mit einem Nägel oder zwei. Dann wird es genäht. So, dann nehmen wir die Schnalle hin. Mit dem Naturriemen. Es gibt auch schon Kunststoff. Kunststoffnähriemen gibt es auch. Aber die will ich nicht. Erstens mag ich keinen Kunststoff. Und zum Zweiten, wenn ich das nicht stich und sage mir, das lädt irgendwie einmal da ab, das verschweißt sich so mit dem anderen Leder, das geht nicht tief. Und der Kunststoff, der steht nachher in den Tieren, ist nachher scharf, der haben sie nachher offen abfächer. Das ist noch fast wie eine Nadel. Ja, das Kunststoff, wenn das aufsteht. Und dann geht der Riemen auseinander. Nein, man will ja alles in der Natur haben. Das Leder kommt von einem Stück Vieh, oder? Und dann sollte man da noch mit so Kunststoffsachen daherkommen. Einmal liegt. Mir hat es ein alter Mann geworfen. Jetzt bin ich sehr älter. Damals hat mir bei diesem Dorf sind zwei Sattler gewesen. Da hat es mir nachher drinnen halt gezeigt. Das habe ich zuerst angefangen als Hobby. Und nachher ist es als Arbeit ausgeartet. Die Stich, die man macht, sollte der einigermaßen gleich sein. Geht so oder so stechen. Man muss ziemlich gleichmäßig stechen. Ist es eine schöne Arbeit, weil man kann seine Fantasie ein bisschen walten lassen. Jeder Riemen kann man ein bisschen anders machen. Mit Verzierungen, mit Knöpfen. Oder jetzt mit so Kielen und so, mit Ornamenten halt. Ja, das ist das Schöne. Und wenn nachher der Kunde sieht, halt, der hast du schön gemacht, dann freut es dich, oder? So, machen wir das. Den Rest abzwicken und nachher hier verklocken. Sich so verschweißen nachher, weil es auch natürliches Zeug ist und kein Kunststoff. Alfred Füß legt großen Wert auf die Qualität seiner Materialien. Auch sein Handwerkszeug ist hochwertig, das hat er noch von seinem Lehrmeister übernehmen können. Das Handwerk der Schellenriemen zu erhalten, ist im Oberallgäuer sehr wichtig. Ich bin ja schon als kleiner Bübenberg gewesen. Bin auf der Landwirtschaft daheim aufgewachsen. Und dann bin ich als Schälenberg gewesen und mit dem Schälen und mit der Riemen und mit dem Zigarren hat alles was zum Tun geht. Für Alfred Füß ist eins ganz klar. Es gibt einfach keinen schöneren Ort zum Leben. Erstens ist Hinterlang schön. In der ganzen Gemeinde gibt es wunderschöne Orte. Oder? Berg, wunderschön. Wenn ich heute das anschaue, Rotspitz, Breitenberg da hinter mir. Ja, schönere Kulisse gibt es eigentlich gar nicht, wie das, wenn ich da der Jochstrasse oben da anschaue. Ja, das ist eine Filmkulisse, ist das. Also, sind wir doch in einer schönen Heimat daheim. So sieht das auch der junge Oberallgäuer Armin Groß. Schon seit mehreren Generationen lebt seine Familie in Bad Hindelang. Für ihn ist seine Heimat einfach noch ein Stückchen heile Welt. Auch ein bisschen, ein Stück weit paradiesische Verhältnisse, wenn man sich die Natur anschaut und das Wasser und die Kühe. Also ich lebe sehr gern hier.
In seiner Freizeit geht der Allgäuer gerne wandern und spielt sehr gerne Golf. Ja, Sie haben richtig gehört. Golf ist eine Mischung zwischen Golf und Cricket. Nur wenige kennen diese Sportart, dabei gibt es sie schon seit 1971. Also ursprünglich kommt es aus Dänemark, allerdings dachten wir hätten es erfunden. Und erst durch eine Internetrecherche sind wir draufgekommen, dass es das schon gibt. Wie spielt man das? Also gibt es da gewisse Spielregeln? Ja, wir haben 12 einfache Regeln und auf 12 Löcher. Also im Prinzip spielt man einen Ball auf ein Loch mit möglichst wenig Schlägen. Und 12 Regeln, was sind die Regeln? Die erste Regel ist, dass jeder einen Ball und einen Schläger hat, dass da keine Verwicklungen entstehen. Und dann eben, dass die Bälle nacheinander gespielt werden. Und was passiert, wenn man den Ball so spielt, dass man ihn nicht mehr spielen kann und so weiter. Einfache Spielanweisungen. Jetzt ist ja zum Beispiel Golf ein eher teureres Hobby. Wie schaut es denn da beim Golf aus? Wenn man jetzt mal vom Platz absieht, dann ist es kein teures Hobby. Also zusammen kostet die Ausrüstung unter 30 Euro Ball und Schläger. Wie groß muss denn ein Golfteam sein? Also am meisten Spaß macht es ab 3 Personen, sage ich mal, bis 6 oder 7. Man kann aber auch allein spielen, das ist noch nicht so lustig. Und wie lange dauert so ein Golfspiel? Also für Ungeübte sind die 12 Löcher in so 1,5 Stunden zu machen, wenn es eine größere Gruppe ist. Und für Geübte dann so in unter einer Stunde. Und muss ich irgendwelche Vorerfahrungen mitbringen, irgendwelche Talente? Man muss über eine Wiese laufen können und den Ball muss man irgendwie treffen. Aber ansonsten wenig Vorerfahrung. Und wieso spielen Sie jetzt gerade Golf? Also was hat Sie dazu bewogen? Wir wollten eine schöne Nutzung für die Bergwiese haben und haben uns überlegt, was man da machen kann. Und dann haben wir verschiedene Dinge ausprobiert, so eine Art Fußball und haben überlegt, ob man Minigolf, aber das ist nicht naturnah. Und dann Golf, aber das war sehr aufwendig und man konnte auch nur 5 Löcher hier unterbringen. Und deswegen haben wir gesagt, dann probieren wir was Neues. Dann haben wir so getan, als würden wir mit Croquetbällen auf Löcher spielen und haben festgestellt, ja, das macht Spaß. Und dann die Mischung aus Croquet und Golf, da kam Golf dabei raus. Sie sind ja der erste deutsche Golfverein. Wann hat sich denn Ihr Verein gegründet? 2009 sind wir gegründet worden. Und gibt es mittlerweile mehrere Vereine hier in Deutschland? Nicht, dass ich wüsste. Wäre schön, aber wir sind natürlich der erste Verein, der zieht natürlich die ganzen Mitglieder. Und wie sind Sie überhaupt darauf gekommen, einen Verein zu gründen? Wir haben mal gesagt, wenn man Sport ordentlich organisieren möchte, dann braucht man einen Verein. Wir hatten sofort 31 Gründungsmitglieder und dann konnte man ordentlich starten. Ist auch gut, wenn man eine Veranstaltung hat oder einen Wettbewerb, dann ist das gut, wenn man eine größere Gruppe Vereinsspieler hat, die einem da helfen können. Wir sind jetzt auch bei der Deutschen Golfmeisterschaft so organisiert, dass immer Vereinsmitglieder die Punktrichter sind. Das erleichtert es enorm, da muss man keine externen Punktrichter einlernen, das funktioniert gut. Die Deutsche Golfmeisterschaft findet immer am 2. Samstag im Juli statt. Und da kommen dann aus ganz Deutschland Spieler und dieses Jahr auch aus Dänemark. Und wie oft haben Sie da schon mit Ihrem Verein dran teilgenommen? Wir richten die aus und wir haben 2007 die erste Deutsche Golfmeisterschaft noch ohne Verein ausgetragen. Und wie muss ich mir denn so eine Golfmeisterschaft vorstellen? Erst gibt es eine Anmeldefrist und wenn dann der Tag gekommen ist, dann kommen die Menschen zur Registrierung. Das ist um 8:30 und um 9 Uhr wird dann gespielt. Man spielt 2 Runden, 12 Löcher, also 24 Löcher. Und dann gibt es am Nachmittag wird dann alles zusammengezählt und am Abend gibt es dann große Siegerehrung. Sie haben gesagt, am Anfang waren Sie 31. Wie viele sind Sie denn mittlerweile? Knapp 100. Und wie oft trifft sich Ihr Verein denn so zum Trainieren? Es gibt hier so eine harte Allgäu-Gruppe, nenne ich das mal, um meinen Vater. Die treffen sich einmal im Monat. Jetzt gehört Ihnen ja auch hier der Golfplatz. Wie pflegeintensiv ist denn der? Der ist relativ pflegeintensiv. Wir haben allerdings jetzt hier 2 Robomäher, die halten den Rasen hier sehr schön. Die unzugänglicheren Stellen, die kümmert sich mein Vater liebevoll, da hinten und oben. Und, ja, und den Rand muss man halt immer mal wieder mähen. Also man muss halt eine gepflegte Rasenfläche haben. Und darf den Platz hier jeder benutzen? Jeder, der von außen kommt, genau, kann den auch benutzen. Der kostet 5 Euro für Nichtmitglieder im Verein, 2,50 Euro für Vereinsmitglieder und dann kriegt man so eine Spielkarte und dann kann man da loslegen. Und nach einer Runde Golf wird dann zusammen der Gewinner ermittelt. Dafür zählt man die Schläge jedes einzelnen Spielers.
Letztendlich haben aber irgendwie alle gewonnen. Übung beim Spielen, neue Freunde und einen spaßigen Nachmittag in einer der schönsten Gegenden des Allgäus. Yeah.